Da habe ich verkackt. Ist halb so wild. Das wollte ich jetzt nicht. So, hier bin ich erstmal sicher. Dann können wir hier noch mal speichern. So, hier sind wir auch sicher. Wobei, das ist nicht gut. Komm, dreh dich. Ah, da war ich zu langsam. Achtung! Okay, ich bin jetzt gerade echt zu doof für dieses Rätsel. So, du dahin. Du drehst dich nicht weg. Du bist lahm Arsch. Wie drehst du dich eigentlich? Immer auf die Dinger hier abwechselnd, oder? Okay, du drehst dich einfach im Kreis, habe ich das Gefühl. Ja, du drehst dich einfach im Kreis. So, ich habe es durchgeschafft. So, mal gucken. Erstmal hier speichern. Jetzt war es erstmal alle Lichter ausknipsen, dann wieder anmachen. So, berühren wir die Säule. Ja, ich versuche jetzt erstmal mit Twilight Error alle auszukriegen.
oder alle anzukriegen. Mal gucken, was mir als erstes gelingt. Alle anzukriegen, okay. So, die Truhe ist durch 7 Riegel gesichert. Alle Riegel sind geschlossen. Ja. Das heißt, die Truhe hier ist die, die offen ist. Die Truhe ist durch 7 Riegel gesichert. Alle Riegel sind offen, die Truhe kann jetzt geöffnet werden. Jo, da ist auch sogar eine Schädelmünze. Praktisch. Ich habe noch 8 Punkte. Lass mich mal kurz rechnen. Daher brauche ich 2 hier. 2 hier sind 4. Und 3 hier sind 7. Also ja. Alles auf 16 kann ich bringen. Dann bleiben mir noch 6 Punkte übrig für die 3. Mit 2 Stufen. Mhm. So, das sind mittlerweile 4, 7 von 15 Schädelmünzen, die wir brauchen. Gut, okay, jetzt ausmachen das Ganze. Das macht die alle aus. Du machst welche aus? Die, okay. Und ja, ich denke da jetzt doch nicht so sehr drüber nach, sondern versuche es weiter mit Trial and Error. Ja, genau, da muss man unbedingt hier unten noch angehen. So, Trial and Error hat geklappt. Das größte Trial and Error kommt jetzt dann aber noch. Jo, die Riegel sind offen. Oh, da ist Schädelmünze Nummer 8. So, was sagt unser Questlog? Speichern wir hier mal wieder. Ein Hebel ist kaputt, soweit ich weiß.
legst den da um, dann leg ich den hier um. Den da kann ich nicht umlegen. Der Hebel ist defekt, genau. Ach, das bringt auch nicht ganz wirklich was. Wenn ich den umlege, dann sind wir an der Stelle. Das bringt mir nicht viel. So, welchen legst du jetzt um? Den da oben. Oh, bringt mir das was? Nein, auch nicht wirklich. Du hast ja alle Augen blind bekommen. So. Nee, so bringt das auch nicht wirklich was. Den können wir nicht umlegen, leid. Das bringt auch nicht viel, oder? Nein. Also ja, gegen diesen doofen Geist anzutreten. Echt schwierig. Das ist eigentlich reines Glücksspiel teilweise.